Lennart Moser, Energie Cottbus verliert beim VfL Wolfsburg 2:0-6. Wie war das Spiel aus Sicht des Torhüters? Das ist natürlich ein sehr unglückliches Spiel. Wir hätten uns alle natürlich ein besseres Spiel erhofft, aber ist wie es ist. Wolfsburg war klar besser und wir sind noch nicht richtig im Rhythmus, würde ich sagen. Und deshalb muss man einfach sagen, geht's 6:0 zurecht, also ganz klar. Einfach nicht gut gewesen. Wie schwer ist es auch für Sie als Torhüter in so einem Spiel, wenn man auch schon so frühzeitig dann in Rückstand gerät? Ja, ist natürlich nicht einfach, aber ich sehe mich da in der Pflicht, immer, egal was passiert, immer weiterzumachen. Letzten Endes, wenn man dann aufgibt, dann endet es vielleicht noch schlimmer, aber ist natürlich absolut, kann man nichts zu sagen. Es ist ein Scheißspiel, vergessen war und arbeite nächste Woche weiter, ganz einfach. Was muss jetzt in den nächsten beiden Wochen bis zum Saisonstart aus Ihrer Sicht hauptsächlich noch passieren? Ja, dass wir noch mehr zusammenrücken und ja, da gibt's nicht viel zu sagen. Wir müssen einfach eine Einheit werden und dann müssen wir zusehen, dass wir die ersten Spiele zusammen wuppen und dann müssen wir ans Laufen kommen. Anders geht's nicht, weil wir sind eine neue Mannschaft und es ist immer schwer am Anfang. Glauben Sie, dass das heute so schmerzlich wie diese Niederlage ist, auch, ja, ich will es mal nennen, so einen Hallo-Wach-Effekt ergeben kann oder auch muss? Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, wir müssen jetzt auf die Zähne beißen, trainieren hart und haben am Mittwoch schon das nächste Spiel, glaube ich, und wollen es natürlich besser machen.